Hallo liebe Freunde, willkommen zurück aus Vizima. Wir sind wieder in der freien Luft, in der frischen Luft. Naja, im Tempelbezirk ist die Luft nicht so frisch, aber vor allem endlich wieder draußen, nachdem die Kloaken in der letzten Folge ein ganzes Salamander-Versteck offenbart haben, das wir natürlich sofort auseinandergenommen haben. Und jetzt geht die Quest weiter, denn wir haben einen Brief bekommen, wo wir von... Wo ist er denn? Ich such's gerade erstmal wieder. Wo war denn diesen Brief, den wir das... Den wir... Hallo? Brief von Gellert Bleinheim, da haben wir ihn. Er steckt also hinter dem ganzen Drogenhandel der Salamandra und er ist der Mann, den wir jetzt als nächstes ausfindig machen müssen. Brief von Gellert Bleinheim. Unser Lager im Sumpf arbeitet nicht effizient genug. Wir erhalten nicht genügend Kräuter, um eine kontinuierliche Produktion von Fistech zu gewährleisten. Das muss sich schnellstens ändern. Es wäre am besten, wenn wir mehr Leute dort arbeiten ließen. Doch jetzt zu anderen Dingen. Die Zutaten werden geliefert, was auch immer sich hinter dem großen Gitter befindet. Okay. Also müssen wir wieder in die Kloaken eigentlich gleich. Das sollte ich mal versuchen. Hätten wir eigentlich gar nicht raus müssen. Aber ich wollte kurz frische Luft schnappen, Freunde, wisst ihr. Und da drin wimmelt es hier nur von Ertrunkenen und so weiter. Das hier, oder was? Abgeschlossen. Hä? Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Ah, wir müssen die Quest erstmal verfolgen. Oh, naja. Jetzt erstmal wieder Ertrunkene. Das wird auch langsam nervig. Denn die spawnen hier immer nach. Sind aber immer ein gutes Training zwischendurch. Okay, jetzt nochmal kurz gucken. Wir müssen hier hin, zum Nachladepunkt. Dann gehen wir mal da lang. Da liegen sogar noch die Überreste von letztem Mal. So. Hier waren doch Ertrunkene gerade. Da haben wir einen. Ich würde sagen, dem können wir auch mal ein bisschen einheizen. Da brennt er doch schön. Hallo? Ich würde dich gern häuten. Und hier haben wir Grünschimmel. Und sonst ist hier nichts. Wir müssen hier lang. Sesam, öffne dich. Kloaken-Seitenarm. Interessant. Und da sind sie, also die ganze Salamandra-Gang. Und die greifen uns schon an, oder? Gellert, gleich mal vorne weg. Oh Gott, wie viel sind das denn? Hallo, was machst du denn? Oh, Gerald hat ihn wieder... Ich habe schon wieder einen Finisher-Move verpasst. Das gibt's doch nicht. Der. Mensch, immer wenn Gerald einen coolen Finisher-Move macht, kriege ich das nicht mit, weil zu viele andere Gegner im Weg sind. Wow. Erneut die Salamandra erlegt. Als würden wir nichts anderes machen, oder Freunde? Hm, ich hätte nicht meditieren sollen. Wow, was haben wir denn hier? Ziegelring, Ketlen, Gold. Schlüssel zum Salamandra-Code. Königlicher Freiberg. Freibrief. Illegales Schwert. Nein, wir haben schon ein illegales Schwert. Das brauchen wir nicht nochmal. Ja, das läuft doch ziemlich gut. Wir kriegen hier jede Folge neue Informationen, die wir brauchen können. Und jetzt haben wir auch den Boss des Drogenhandels erledigt. Wir sind wahrlich ein guter Hexer. Ich
Ort der Macht können wir euch aktivieren wieder. Ritual der Magie ist durchgeführt. Was haben wir hier? Feuerstelle. Können wir hier nichts looten? Gitterstäbe! Abgeschlossen. Wir können nicht in die Freiheit. Zumindest nicht über diesen Weg. Wo geht's denn hier lang? Wenn wir gerade schon in den Kloaken sind, liebe Freunde, dann gucken wir uns hier nochmal kurz um. Ich gebe dir noch irgendwas Interessantes. Ich höre die ganze Zeit Ertrunkene, aber ich sehe sie nicht. Wow! Ein Schrank. IKEA ist überall. So, wie kommen wir hier raus, liebe Leute? Stille. In den Kloaken. Nichts wie weg hier. Och nein, Ertrunkene, aber diesmal bin ich schneller. Diesmal kriegen sie mich nicht. Wir müssen sofort zu Jethro zurück und ihn von unserem neuesten wichtigen Punkt berichten. Ja, das läuft doch ziemlich gut zurzeit. Damit kann man doch arbeiten, liebe Freunde. Hallo, alter Mann, armer Mann. Nehmt mich zu eurem Knappen. Ich vermag ein Schwert zu tragen. Naja. Wenn ich mir einen Knabe ausruhen könnte, wäre es sicher eine du, alter Mann. Sorry, aber... Gießt die aus Heimat. Wäre aber echt cool, wenn man sich einen Knabe ausruhen könnte, der ihn dann so bekleidet. Ach, ihr. Aber gut, Hexer sind halt meistens allein unterwegs, nehme ich mal an. Deshalb kann man da nicht irgendwie so... Kumpane oder... Follower rekrutieren. Aber wäre schon cool. Und wer weiß, vielleicht funktioniert das ja noch. Noch ist es nicht vorbei. Jetzt erstmal Jethro. Was wollt ihr? Ich habe den Drogenbaron getötet. Ja, wir haben Justice getan. Ich habe den Drogenbaron getötet. Seltsam, dass ihr vor einem Wächter zugebt, einen Menschen getötet zu haben. War nur ein Witz. Ha! Ha! Tse! Das habt ihr gut gemacht. Ha! Tse! Und jetzt nehmt euren Lohn und verschwindet. Ha! Ha! Vielleicht solltet ihr verschwinden. Ich? Das verstehe ich nicht. Verkauft noch einmal Fistech. Und ich sorge dafür, dass ihr für immer verschwindet. Schon gut. Seid unbesorgt. Ich gehöre zu den Gesetzeshütern. Lebt wohl, Jethro. Vergesst nicht, was ich gesagt habe. Das war mir doch klar, dass der gute Jethro da mittendrin steckt. Denn der ist einfach zu sehr dieses ganze Fistech und Drogen-Dings involviert. Aber wir haben ihm ja, glaube ich, jetzt deutlich gemacht. Was wollt ihr? Dass er so nicht weitergeht. Denn du siehst ziemlich krank aus, Jethro. Ihr seht krank aus, Jethro. Hab seit 5 Tagen kein Auge mehr zugetan. Aber ich fühle mich so gut wie neu. Der Absturz kommt bestimmt. Nein, das ist so, als würde man in Buttermilch schwimmen. Natürlich. Leb wohl, Jethro. Leb wohl. Wer weiß, wie lange du noch das durchmachst, wenn du so weiter dein Leben lebst. Naja, dann haben wir das auch mal gelöst. Wie sieht es eigentlich jetzt aus mit den Quests? Was müssen wir denn jetzt machen? Es ist Zeit, zu Leuwarden zurückzukehren. Ha! Denn wir haben die beiden Spuren beide gelöst. Ich glaube, das im Sumpf haben wir sogar davor schon gelöst. Das war ja die Schlacht mit dem Hierophanten zusammen gegen die Salamandra. Wir haben jetzt zwei große Attacken gegen die Salamandra gehabt. Und wir haben beide gewonnen. Das heißt, wir haben genug Sachen gesammelt, um zu Leuwarden zurückzukehren. Und das wollen wir natürlich noch in dieser Folge machen, liebe Freunde. Und dann werden wir sehen, was unsere neue Allianz Leuwarden-Geralt-Triss als nächstes plant. Ach ja, Triss. Mit Triss haben wir auch noch was. Wir müssen ihr noch einen Ring geben. Also wir können, wenn wir es wollen. Ich bin gespannt, wann ich das machen werde. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich mache das früh genug, nicht, dass das Kapitel vorbeigeht. Aber ich glaube schon, dass wir Triss den Ring geben wollen. Als Zeichen unserer Zuneigung.
da würde ich sagen, das kann man schon machen. Oder? Jetzt erstmal zu Levaden zurückkehren und schauen, was der nächste Schritt ist. Denn wir haben jetzt auf jeden Fall den Salamandra wieder einen heftigen Schlag verpasst, wie ich finde. Weiße Myrte vor allem. Und das war wichtig. Denn ich denke, Azar kann sich nicht mehr lange verstecken. Denn wir kommen ihm immer näher und wir rotten seine Salamandra immer mehr aus. Ich hoffe, er bekommt weiche Knie und zeigt sich bald, anstatt wieder abzuhauen, dieser feige Hund. Naja. Wir werden schon einen Plan austüfteln. Das Fest dauert aber ziemlich lange an, hey. Die sind immer noch am Feiern hier, nach 10 Tagen später. Eine richtige Sause. So, Leuwarden, wo steckst du? Manchmal wäre ich lieber ein Bauer. Ich denke, du wirst zufrieden sein. Ja? Ich habe die Dokumente, die ihr sucht. Ich habe die Dokumente, die ihr sucht. Sehr schön. Bringt sie unseren Codeknackern. Kommt morgen wieder her. Wir besprechen dann unser weiteres Vorgehen. Ich soll später kommen. Och Mann, Leuwarden. Du machst mich echt fertig. Nun ja, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, was kann ich hier mit? Wenn Leuwarden möchte, dass wir später kommen, gehen wir noch kurz nach Hause und sehen nach unseren zwei Liebsten, nach Alvin und Triss, wie es ein richtiger Familienvater sein tut, so wie Geralt ja sein möchte, hat er ja in seinem Männerabend mit Rittersporn und Soltan zugegeben. Dann können wir jetzt noch am Ende der Episode versteckt eure Frauen. Perfekt. Bla bla bla. Noch kurz Familie spielen. Perfekt. Zu Triss Haus. Mal schauen, wie es unseren beiden Freunden geht. Hallo, Alvin. Bei Triss musste ich dumme Bilder ansehen. Sie hat gewiss ihre Gründe. Dumme Bilder? Ich meine, wenn sie dir Bilder zeigt, dann hat sie ihre Gründe. Sie hat gewiss ihre Gründe. Bilder sind doof. Ja, das ist richtig. Wenigstens lernen da gleich, was es heißt, mit Bilderbüchern zu arbeiten. Ach, Alvin. So, wo steckst du hier, Triss? So, da bin ich, geliebte Triss. Hallöchen. Ihr könnt so gut mit Alvin umgehen. Oh, das ist aber nett von dir. Wir waren jetzt auch immer nett zu ihm und er hat es auch verdient, der gute Alvin. Und wenn du mich so anschaust, Triss, da geht mir das Herz auf. Ja, ich denke, ich bin bereit, dir etwas zu schenken. Ich glaube, wir sind bereit, Freunde. Wir haben ja in den letzten Folgen nochmal diverse Sachen in dieser Hinsicht erlebt. Das wisst ihr ja. Aber jetzt können wir doch Triss, die wir wirklich am meisten in unserem Leben haben wollen, glaube ich. Also ich auf jeden Fall. Und sie passt auch gut zu Geralt. Dann schenken wir mal einen Ring. Was haben wir denn so für Ringe? Wir haben einen Siegelring mit silberner Ring mit Rubin. Silberner Siegelring. Ein goldener Saphirring. Ein goldener Siegelring mit Rubin. Der sieht doch schön aus. Der ist Gold und hat einen Rubin. Das ist ja doppelt cool. Weiß gar nicht, wo wir den her haben. Jetzt soll er dir gehören, Triss. Ein Ring. Ein bedeutender Moment. Es ist ein Ring. Es ist ein Versprechen. Für dich und mich. Also liebt ihr mich und habt sie vergessen. Triss, ich. Ihr seid mir lieb und teuer, wisst ihr das? Der Einzige, dem ich vertraue. Ihr habt viel durchgemacht. Jetzt ist es an der Zeit für eine Belohnung. Der Kleine schläft. Also lasst mich euch jetzt wahre Magie zeigen. Oh ja, Triss. Und da haben wir die zweite Karte für Triss. Nur dieses Mal hat es wirklich was bedeutet, glaube ich. Ah, was für ein bedeutender Moment. Und was für ein Ende dieser Episode, liebe Freunde. Neuer Eintrag. Triss und Geralt, was ist das für ein schönes Folgenfinale? Und wer weiß, wo dieses Bild dieser beiden noch hinführt. Denn etwas sagt mir, ihre Reise hat erst begonnen. Bis zur nächsten Folge. Ach, ist das herzlich. Ciao.